Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Wir haben hier ein Getriebeschloss, ein KfV-Schloss. Und dieses Schloss sitzt in einer Schikoleiste. Und der Kunde, der kann kein anderes einbauen, weil das vorne mit den Befestigungen nicht passt und an den Seiten. Und wir sollen ihn das Schloss reparieren. Was ich jetzt hier zeigen möchte, ich habe da schon mal eben ganz kurz reingeguckt, deswegen sind die Schrauben hier auch schon weg. Das bei diesem Schloss das Zahnrad kaputt ist und das ist dann dieses Zahnrad hier, da steht eine 7 drauf oder R7 ist das oder Zahnrad 7 und dieses Zahnrad wird nicht mehr hergestellt und ja, jetzt hat der Kunde ein Problem, entweder besorgt er sich ein neues Schloss mit einer neuen Leiste oder also bezahlt dafür über 150 Euro und oder wir reparieren ihn das Schloss. Dieses Zahnrad gibt es ja nicht mehr. Und ich baue das mal raus, dass das Zahnrad 7. So sieht das aus. Und wir haben da ein Reparaturzahnrad. Das ist also dieses hier. Und das wird eben halt dann hier reingesetzt. Das geht jetzt aber nicht, weil die Achse ist nicht groß genug. Dafür gibt es eine neue Achse und wir brauchen das Unterzahnrad neu, weil wir jetzt ja hier einen anderen Durchmesser haben und das würde sonst hier mit der anderen Achse nicht gehen, weil das Zahnrad kriegen wir da auch nicht rauf. Das muss dann da durch, dann kommt hier das Teil drauf und schon ist das wieder funktionsfähig und das Ganze funktioniert. Das will ich jetzt zeigen, wie das geht mit unserem Umbausatz, den ich hier habe. Als erstes müssen wir hier alles auseinanderbauen. Wir sehen, das machen wir dann nachher noch ein bisschen sauber. Alles das, was wir nicht brauchen, was verloren gehen kann, muss raus aus dem Schloss. Das ist aber nicht so schlimm, das kann man nachher wieder zusammenbauen. Wenn Sie dieses hier ausbauen, machen Sie mal Folgendes: Legen Sie da ein Tuch drüber, heben das dann einfach an und nehmen das raus. Dann kann die Feder nicht wegfallen, dann bleibt sie da, wo sie ist. Und wichtig ist noch, alles in so, die Schrauben da auch mit drin, alles zusammen, eine kleine Kiste, damit das nicht verloren geht. Ja, was brauchen wir noch? Dann das Zahnrad kommt hier auch raus, das brauchen wir auch nicht. Da ist noch so ein Teil drauf, das nehmen wir dann auch raus und den hier auch. Ja, und dann können wir hier noch das Gestänge rausnehmen. Und jetzt ist dies hier auch noch raus, dann kann das auch nicht weg. Hier ist noch eine Hülse. Und alles andere kann drin bleiben. Das ist dann soweit in Ordnung. Und jetzt muss dieses Teil praktisch entfernt werden. Das wird also rausgeschlagen. Einfach. Hier, da sitzt das. Da ist das Bauteil. Das markiert man sich eben am besten. Ich mache da mal was ganz anderes. Nehme da ein bisschen Nagellack. Dann habe ich das auch gleich an den Fingern. So, dann habe ich das markiert. Das Teil soll also rausgebaut werden. Und hier sehen wir auch noch, die Nuss ist kaputt. Das heißt, die werden wir gleich auch noch erneuern. Dann können wir die jetzt hier auch schon mit rausnehmen. Angebohrt worden, warum, wieso auch immer. Keine Ahnung. Gut. Ja, das war es eigentlich soweit. Jetzt entfernen wir das. Und dafür gibt es ein Werkzeug. Das beschreibe ich dann alles in der Gebrauchsanweisung. Das nehme ich jetzt mal eben hier raus. So, der Dorn ist draußen. Das ist also dieser hier. Da kann man den sehen, wie der aussieht. Und das hier ist unser Ersatz. Da sieht man schon, der hat einen ganz anderen Durchmesser. Das wäre jetzt hier das neue Zahnrad, wo das nicht geht. Legen wir mal eben dahin. Und jetzt können wir hier das Zahnrad auch rausnehmen. Und wenn ich das jetzt einfach da reinsetzen würde, dann würde das Zahnrad hier drin wackeln. Das geht auf gar keinen Fall.
Ja, jetzt brauchen wir einfach nur Folgendes machen. Wir nehmen also das neue Zahnrad, setzen das da rein. Das heißt, ich mache mal eben hier, wenn ich da schon bei bin, mal eben das Fett so ein bisschen raus. Das hier auch gleich mal drunter legen. Denn wenn wir es schon auseinander haben, das auch mal eben einmal komplett sauber machen. Also das ist total einfach, es ist überhaupt nicht schwer. Das kann also jeder, wenn man sich einmal so ein bisschen an die Anleitung hält, die ich dann dabei schreibe, wie das funktioniert und das dementsprechend wieder zusammensetzt. So, jetzt nehmen wir das neue Zahnrad, das legen wir einfach rein. Okay, passt. Dann setzen wir das hier einmal durch. Einmal schräg da rein. Und dann müssen wir nochmal eben auf der anderen Seite gucken, ob das passt. Da sieht man das. Da passt das also hervorragend. So, jetzt empfehle ich, am besten den Deckel zu nehmen. Den haben wir hier, den können wir gleich noch, auch noch ein bisschen sauber machen. So, dann müssen wir eben gucken, wo das Ganze steckt. Dann hier wieder fast vertan. Setzen das da einmal drauf und dann nehmen wir einen Hammer und schlagen da einmal drauf. Am besten geht das auf dem Amboss, aber ich zeige das mal eben hier. Und da sieht man auch, der rutscht da also durch. Ich mache das Ganze jetzt mal eben einmal auf dem Amboss. Und hier kann man sehen, jetzt, dass das da drin ist. Und das Zahnrad ist verbaut. Ja, jetzt brauchen wir nur die anderen Teile da wieder einzusetzen. Machen wir die hier ein bisschen sauber. Die Zahnrad können wir gleich so in diese Position stellen, weil da muss das nachher auch hin. So, dann haben wir hier den bisschen verdreckten Spiegel. Den machen wir gleich mit sauber. So, der steckt da drin. Und jetzt können wir hier auch unser Zahnrad nehmen. Das Kaputte haben wir ja hier. Und da können wir schon sehen, dass das Ganze dreht. Ja, jetzt wird das Schloss einfach wieder neu aufgebaut. Dann haben wir denn hier nochmal die anderen Zahnräder. Gleichzeitig können wir auch kontrollieren, ob alle Zähne noch dran sind. Also das reicht schon, das müssen wir jetzt nicht komplett entfettet sein. Das ist nur, damit so das Gröbste raus ist. Davon. So, hier haben wir nochmal die Zahnstange.
heißt, da sehen wir gerade, hier ist was weggebrochen. Hat sie das also auch erledigt? Nehmen wir da die neue. Na, das ist hier die neue, die 35er. Habe ich gar nicht gesehen eben. Gut, die setzen wir da jetzt auch wieder ein. Nehmen wir das Zahnrad hier nochmal wieder raus. Zahnstange kommt da rein. Hier sind so Führungen. Da müssen die beiden Teile rein. Dann können wir jetzt endgültig den Riegel draufsetzen. Das funktioniert. Ja, da kann man schon sehen, wie toll das alles wieder geht. Ja, das Ganze ist jetzt nur noch eine Einstellungssache. Ja, da gucke ich gleich mal eben, wie das richtig steht. Ich glaube, so war das, was die Öffnung in die Richtung zeigt. Ja, so war das auch. Gut, so, das haben wir auch. Das auch. Jetzt brauchen wir noch eine neue Nuss. Das ist also diese hier. Hier haben wir die alte. Ja, die ist auch verschlissen, die alte. Kommt da die neue rein. So, die ist auch drin. Ja, das war es jetzt eigentlich alles schon. Das war's schon. Dann wollen wir nur noch den Deckel drauf machen. Die Schrauben rein und das Schloss ist fertig. Hier sind die alten Teile abgebrochen. Die müssen wir ein bisschen sauber machen. Na, da ist also was weg und da auch. Deswegen ging das nicht mehr. Jetzt ist das Schloss wieder funktionsfähig. Der Kunde kann das wieder einbauen. Und ja, mit unserem Reparaturset geht das einwandfrei. Der Niet ist da jetzt drin. Den können wir jetzt noch auf dem Amboss oder auf einen Gegenstand legen. Und können hier nochmal ein bisschen auf den Niet draufschlagen. So, das habe ich jetzt getan. Jetzt ist es auch fest vernietet. Und jetzt das Schloss wieder einsatzbereit. Wenn Sie sowas haben, also dieses Teil, ja, die Achse mit den beiden Zahnrädern, können Sie bei uns kriegen. Und schauen Sie einfach auf unsere Internetseite und dann können Sie das da bestellen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht und dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.